Questerfolg bereit für die Insel. Questerfolg Krabbenküste gefunden. Ach, schön, ne? Hier mit den Papageien, wie die hier so fliegen. Da sind schon wieder hier die Krabben. Klasse. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. So, neuer Rang Kapitän. Und wir haben hier Patty wieder am Start hier. Die hat sich ein bisschen verändert. Und wir sind jetzt der Bruder von Patty. Gucken uns mal eben hier mal in aller Ruhe mal um. Das sieht ja großartig aus hier mit dem Wasser. Ne? Da möchte man am liebsten gleich sich hier so hinlegen und einfach nur in der Sonne rumwälzen. Wo willst du hin? Ja, mal gucken. Wir müssen dem Weg ins Hinterland folgen. Ja, kein Ding. Machen wir doch. Mal eben sehen hier, wie das hier aussieht. Das ist doch großartig hier mit den Inseln, mit den Palmen. Also ich würde am liebsten da hinten einfach mich nur da hinlegen und hier mich da sonnen. Das ist doch klasse, ne? Ach, wir können jetzt auch schwimmen, ne? Komm, lass uns mal hier mal rumschwimmen. Ah, hier dieses Schiff, das sieht wirklich großartig aus, ne? Mit dem Feuer da hinten auch, ne? Da sind so ein paar Totenköpfe dran hinten und auch hier vorne da hier diese Maske. Na gut, wir sind ja im Tutorial. Dann machen wir das mal. Wir sind schon viel zu weit gegangen. Wir müssen wieder zurück. Weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Na schön. Aber wenn du zurück willst, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Machen wir. So, sie sagte ja irgendwie hier Hinterland, ne? Aber da sind schon hier diese Sandteufel hier. Ja, kein Ding, wa? Da kommt noch einer. So. Okay. Wie die Schildkröte, die lassen wir mal, ne? Ausloten können wir da nichts. So, sie sprach von einem Weg ins Hinterland. Dann machen wir das mal. Da ist ein Weg und da sind so Ratten. So, Spielstand wurde erstellt. Machen wir mal eben sehen, dass wir uns die mal eben vornehmen hier. Riesenratte. Na? So, da ist er ganz schön ins Wasser geflogen. Okay, also wir sind hier Krabbenküste. Das sah letztes Mal noch ein bisschen anders aus. Wir haben das ist hier ganz schön bunt, ne? Also hier die, mal sehen hier, ach, da kann man noch rohes Fleisch. Das holen wir uns natürlich auch hier von der ja auch nochmal einmal raus hier. Das kann man natürlich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wir haben auch gar keinen Rum so richtig, ne? Doch, hier haben wir noch Proviant. Ich packe mir mal eben hier den Rum mal eben auf die Null. Den Proviant mal auf die 8 und das rohe Fleisch. Also lassen wir mal. Also wir haben ein bisschen was. Da ist noch roher Fisch. Nehmen wir. Müssen wir wahrscheinlich wieder dann auf dem Ofen dann irgendwie braten. So. Hier haben wir noch einen Goldsack, 50 Gold und noch einen rohen Fisch und noch einen und einen Krabbenstecher. Und eine Schädelblüte. Gut, sammeln wir mal das ein, was wir hier auf dem Weg finden. Kapitel 1, der alte Tempel. Da ist der alte Tempel, ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Ja, das gucken wir uns mal an.
Da sehe ich schon wieder hier so einen exotischen Vogel hier. Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Ja. Ach da. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Ich helfe dir! Ja, Moment, wir müssen erstmal hier die Viecher wegmachen. Hier, Scavenger. So. Alles klar. So, da haben wir den rohen Hühnerbollen erhalten. So, der Pirat, sagt sie. So, hier haben wir dann da toten Pirat. 23 Gold, einmal Fusel, einmal Pistole erhalten. Neue Quest, Schatz eines toten Piraten. Logbuch öffnen, um eine Quest zu markieren. So, da haben wir. Markiere eine Quest auf deiner Karte, indem du sie auswählst und danach auf der Karte markieren wählst. Da haben wir. So, ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt, kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Dann machen wir hier mal auf der Karte markieren und gucken mal auf die Karte. Moment, hier. So, dann haben wir. Genau, wir sind hier durch. Und dann müssten wir jetzt hier im Prinzip links einmal hoch und dann kommen wir da zu dem Schatz. Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Ja. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Der liegt noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Das haben wir doch schon längst gemacht. Wir schauen das mal eben nach. Hier haben wir eine Muschel, ne? So, mal eben sehen. Das müsste jetzt hier der Weg sein. Da. What? Hallo? Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Naja, alles klar. Müssen wir mal aufpassen. Dass wir da nicht irgendwie in so einen Hinterhalt geraten. Hier bebt die Erde. So, da haben wir ja hier so ein... Oh, hier, da ist auch hier so ein Viecher. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Allerdings. So, ich nehme mal einen Happen hier von dem Proviant. Mistvieh! Drachensnapper. Das tat richtig weh. Das haben wir doch relativ gut hinbekommen, ne? Einmal Zunge erhalten. So, da liegt noch einer. Toter Pirat. Boah, das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon angeknabbert. Du musst doch immer alles anfassen, Brüderchen. Ja, da lag Gold. So, hier haben wir so einen Eingang. Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an den Hebel da drüben zieht? Neue Quest, zieh den Hebel. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Ja, sehr schön. So, hier haben wir ein Buch. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte.
Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Hm. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Mal sehen, was hier in der Truhe ist. So, dann haben wir dreimal Gold und einmal Kristallfackel. Das ist hier Fähigkeit Kristallmagie. Diese Schriftrolle erschafft magische Kristalle, die deine Umgebung erhellen. Also ein Leuchtzauber. Sieht so aus, als würden wir das vielleicht brauchen könnten. Ich guck mal eben hier Magie. Zaubersprüche kannst du nur mit den Schnelltasten auslösen. Das heißt, okay, man müsste sich das dann hier auf die Leiste packen. Ich lasse das erstmal.